In meinen vielen Pfadfinderjahren sind mir immer wieder Momente in Erinnerung geblieben, in denen ich mich über Sipplinge tierisch geärgert habe. Zum einen konnte ich früher so richtig gut verbal Dampf ablassen, was dann aber leicht übers Ziel schoss. Meine beste Frust- und Stressbewältigung war es dann, Fahrtentagebuch schreiben zu können. Da konnte ich alles loswerden, ohne zu sehr immer nur den Nörgler geben zu müssen. Und über diese Fahrtentagebücher bin ich froh bis heute. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Da ist alles prima gelaufen. Der Tag war super, das Wetter hat mitgespielt, wir mussten nicht ins Krankenhaus fahren. Eigentlich könnten wir die ganze Welt umarmen und Gott über alle Maße preisen. Tom mit der zweiten Lagerfeuergeschichte. Gestern wurde ich endlich zum Jungpfadfinder, habe mein blaues Halstuch bekommen und konnte so meine Kluft vervollständigen. Wir standen hier in der Kirche bei Kerzenschein und haben diesen Moment gefeiert. Wir singen gemeinsam meine Hoffnung und meine Freude. So, guter Gott, nehmen wir das Leben, wie es kommt. Das fällt nicht immer leicht, aber es hilft, mit den Fallstricken zurechtzukommen. Am Lagerfeuer des Lebens ist viel Zeit für viele Geschichten, die wir mit uns herumtragen. Die guten wie die schlechten. Bei dir, Gott, sind sie alle gut aufgehoben. Darauf hoffen wir und vertrauen jeden Tag unseres Lebens und darüber hinaus. Amen. Auch das gehört zur Wahrheit, dass am Lagerfeuer nicht immer nur alles friedlich zugeht. Am Abend nach Jesu Festnahme kommt es zu einer Szene am Lagerfeuer, die Petrus vor Augen führt, wie schwer es ist, zu seiner eigentlichen Überzeugung zu stehen. Im Lukasevangelium, im 22. Kapitel, lesen wir: Petrus verleugnet Jesus. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Jesus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte: Der da war auch mit ihm zusammen. Petrus schritt das ab und sagte: Ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte: Du gehörtest auch zu denen. Aber Petrus erwiderte: Mensch,
ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen. Er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte der Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Amen. Unseren Glauben wollen wir heute mit einem Lied bekennen, dem Glaubenslied. Gott ist da und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lagerfeuergeschichten. Wir erzählen vom Leben und dazwischen singen wir jeweils eine Strophe von Nordwärts. Den Auftakt macht Jojo. Ja, meine Lagerfeuergeschichte ist schon ein bisschen her. Eine von meinen ersten wirklichen Aktionen bei den Pfadfindern, glaube ich, wir hatten gerade ein neues Waffeleisen bekommen. So ein gusseisernes Waffeleisen, die muss man vorher einbrennen. Ich sollte das machen. Ja, man muss da so Öl reingießen und es ganz lange übers Feuer halten, bis es richtig heiß wird. Und ich habe es geschafft, mir dieses Öl dann so ein bisschen über die Hände zu kippen und über die Füße. Waffeln habe ich dann nicht mehr gebacken, die gab es dann trotzdem. Aber ja, seitdem brenne ich keine Waffeleisen mehr ein. Ich habe mal eine Sippe gehabt, die hat mal Feuer gemacht im Wald in einer Gruppenstunde.
Das hat ein besorgter Bonner Bürger gesehen und gedacht, da rufe ich mal die Feuerwehr. Und dann hatten wir auf einmal zwei Löschzüge bei uns an der Straße stehen. Zum Glück waren wir ein Stück im Wald drin. Und dann kamen auf einmal Feuerwehrleute zu uns in die Gruppenstunde gelaufen und haben geguckt, was wir denn da machen. Wir haben dann gedacht, okay, eigentlich machen hier nur Pfadfinder Feuer. Es war Winter, ungefähr von Temperaturen ähnlich wie jetzt. Nicht ganz so viel Schnee, aber trotzdem feucht und ungemütlich. Und da haben die gesagt, okay, ihr macht die Gruppenstunde, das finden wir toll. Macht das weiter und wir fahren wieder nach Hause. Zeltlager hier oben in Hellenthal gemacht haben, war es ein regnerischer Abend und wir saßen mit dem Organisationskreis in einem Zelt und haben uns gerade besprochen für den nächsten Tag. Da hat es heftig gestürmt und sehr stark geregnet und wir waren alle erstmal damit beschäftigt, das Zelt über unserem Kopf festzuhalten, weil es drohte uns auf den Kopf zu fallen und als sich das dann gelegt hat, sind wir alle rausgelaufen und haben uns umgeguckt, wo denn noch so Zelte umgefallen sind und wer nass geworden ist und was es zu organisieren gibt. Und als ich da so rumgelaufen bin, bin ich an ein Zelt gekommen, das war zu, es sah relativ dunkel aus, aber als ich die Plane aufgemacht habe, da brannte in der Mitte des Zeltes ein Feuer, ganz viele Leute standen drumherum, hatten ihre Kleidung teilweise ausgezogen und zum Feuer gehalten, zum Trocknen. Es war unglaublich stickig und muffig da drin, aber jemand hat gesungen und es war warm und trocken und das war eine ganz tolle Atmosphäre. Vor einigen Jahren waren wir mit zwei Sippen in Schweden und wie das unter Sippen schon mal so ist, wollte man dann die andere besuchen, mitten in der Nacht. Wir waren morgens um 4 Uhr bei der anderen Truppe, haben Frühstück gemacht, dafür Feuer gemacht und für dieses Feuer, was etwas groß geworden ist, brauchten wir viel Holz, haben im Endeffekt eine tote Birke in Meterstücke geschnitten und verstocht. Wodurch dann aber auch die Sippe wach geworden war. War da nicht ganz so gute Stimmung, aber im Endeffekt lustig. Anfang des Jahres auf Fahrt gegangen und wir wollten eigentlich in Schnee wandern. Es hat dann nicht so gut funktioniert, sodass es dann gegen Ende ziemlich stark angefangen hat zu regnen. Wir waren dann an der Schutzhütte, haben erstmal Mittag gemacht und dachten so, gerade regnet es noch, wir warten noch ein bisschen, vielleicht hört es ein bisschen auf, dann können wir später mal Feuer machen. Das ist dann nicht so gut aufgegangen, gegen Abend wurde der Regen dann noch schlimmer. Aber wir mussten halt noch irgendwas kochen und dann haben wir halt unter Plane und mit durchgehend Pusten 3 Stunden ein kleines Feuerchen am Leben erhalten, sodass wir noch irgendwas Warmes zu essen hatten abends. Also ich weiß noch, ich war vielleicht ein Jahr bei den Pfadfindern, dann haben wir angefangen, uns selber einen Feuerstein zu basteln. Das war ganz cool, weil wir haben dann am zweiten Tag, also in der nächsten Woche, gelernt, wie man damit umgeht. Und später, in der nächsten Woche, haben wir damit auch Feuer gemacht. Das war halt ganz lustig, weil wir haben halt teilweise 20 Minuten gebraucht, bis wir das Feuer anbekommen haben.
sehr lange zurück. Es ist 1994, ich bin mit einer Sippe in Masuren auf Fahrt und auf der Kutina eine wunderschöne Strecke, ein Bachlauf, ein Flüsschen, immer wieder Seen zwischendurch. Und es war an unserem ersten Abend, als wir auf dieser Strecke unterwegs waren, wir haben unser Zelt aufgestellt und plötzlich zog ein heftiges Gewitter auf. Und dieses Zelt stand neben dem Fluss auf einer großen Wiese, weit weg von den nächsten Häusern, mit großen Bäumen nebenan. Und wir haben in dem Zelt mit 9 Leuten in der Kote gesessen. Wir haben gesungen, wir haben gebetet und wir hatten dann schon gesagt, naja, hoffentlich wird es am nächsten Tag keine große Schlagzeile in der Bild geben. 9 Pfadfinder in Polen, in Masuren, ums Leben gekommen. Es war nicht so, ich stehe hier und allen anderen geht es auch gut. Feuer und Wasser können ganz schön gefährlich sein. Ja, jede von den Geschichten, die wir gerade gehört haben, steht für sich selber. Es sind Geschichten, die uns verbinden von Generation zu Generation, immer wieder aufs Neue. So wie es die Menschen gemacht hatten, als sie noch nicht alles aufgeschrieben haben. Auch da wurden Geschichten immer nur erzählt, abends am Lagerfeuer. Und erst vor 3000 Jahren sind die Geschichten unserer Bibel aufgeschrieben worden. Vorher ist alles erzählt worden. Und dann war es wichtig, dass die Geschichten nicht nur einfach erzählt wurden, sondern dass sie tatsächlich mit dem Kopf, mit dem Herz, aber auch mit dem Bauch erzählt wurden. Nämlich erst so konnten sie wirklich von Generation zu Generation aufbewahrt und weitererzählt werden. Amen. Wir singen Let Us Break Bread Together. Feiern. Und deshalb Friede sei mit euch, erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Johannes sagte: Ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben verändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligen Geist
und mit Feuer taufen. Die Feuertaufe, der Sprung ins kalte Wasser, hinein in die neue Schule, in den neuen Job oder in den Ruhestand, hinein in den Glauben. Nichts anderes erfahren wir, wenn wir uns auf Jesu Einladung hier in den Kreis stellen und auf das Abendmahl freuen. Die Männer und Frauen, die damals an dem Abend vor seiner Kreuzigung mit Jesus zusammen waren, konnten sich auch freuen und merkten jedoch kurze Zeit später, dass es Jesu Abschied war. Wir erinnern uns immer wieder an seine Worte und können über dieses Versprechen nur miteinander jubeln. Sanctus. In der Nacht, in der er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Gemeinsam beten wir. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir feiern im Moment das Abendmahl noch als Wandelabendmahl. Wir fangen auf dieser Seite mit dem Brot an und dann gibt es dort die Einzelkelche und dann gibt es den Traubensaft dazu. Kommt, alle seid ihr eingeladen.
Gott, Dank für unsere Gemeinschaft. Dank, dass du uns immer wieder einlädst und Stärkung auf unseren Wegen im Alltag gibst. Amen. Wir singen das Lied »Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt«. Ein schönes Wochenende geht für uns zu Ende. Wir haben viel geschafft. Das Material ist wieder in Ordnung. Wir können es wieder nach der langen Corona-Pause richtig nutzen. Wir freuen uns auf die kommenden Fahrten und Lager. Guter Gott, wir bleiben mit unseren Gedanken nicht nur bei uns. Die Schreckensnachrichten aus der Ukraine hören nicht auf. Wohin soll das noch führen? Bitte lass uns weiterhin Hoffnung haben, dass unsere Gebete zum Frieden führen können. Guter Gott, bitte gib vielen Menschen, dass sie ihre Lagerfeuergeschichten tief in ihrer Erinnerung haben, damit sie immer wieder dann hervorholen können, wenn die Lebensumstände alles andere als schön sind. Und schließlich, Gott, danken wir für die Gemeinschaft, die wir gerade hier im Gottesdienst, besonders beim Abendmahl, erfahren konnten. Wir gehen gestärkt in unseren Alltag zurück. Amen. So geht mit diesen guten Lagerfeuergeschichten, mit dem, was unser Herz erwärmt, was manchmal noch schmerzt, auch im Nachgang, aber trotzdem zu unserem Leben gehört, zurück in diesen Alltag. Unser Gott, segne uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Platz und wir hören die Gitarre. Yes, sir.
Lagerfeuer-Gottesdienstes. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart und dass wir unsere Lagerfeuergeschichten miteinander teilen konnten. Dank an die Technik oben, Torge und Florian und Lasse an der Kamera und Werner, der gestern Vormittag noch nicht wusste, was wir heute singen miteinander, aber es hat wieder spontan und super geklappt. Danke an Charlotte, danke an Christiane, die heute Morgen auch noch spontan hier noch etwas nachputzen musste von dem, was wir gestern Abend meinten, das kann so bleiben. Aber das Gemeindehaus ist nämlich voll belegt an diesem Wochenende. Ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen und alles andere sei dahingestellt. Ich hoffe, dass auch ein paar Leute bei YouTube etwas mitbekommen haben und wünsche euch allen jetzt noch einen schönen, sonnigen, kalten Sonntag. Kommt gut nach Hause oder euch jetzt gute Beratungen. Tschüss zusammen. Thank you.